Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute möchte ich euch gerne die Einkäufe aus dem Monat Juni zeigen. Es ist einiges zusammengekommen. Ich war im Rossmann, ich war im Action und im DM. Und ich habe bei Catrice bestellt aufgrund der schönen Sommer-LE. Da wollte ich auch ein paar Kleinigkeiten haben und ja, somit ist einiges zusammengekommen. Schlecht für den Geldbeutel, schön fürs Hobby. Ja, jeder muss wissen, für was er sein Geld ausgibt. Ich gebe gerne für Beauty und Co. Geld aus. Auch natürlich für vernünftigere Sachen. Aber mir macht es Spaß, mit euch zu quatschen und euch die Sachen zu zeigen. Und sie natürlich auszuprobieren und zu verwenden. Ich möchte auch nichts mehr im Schränken vergammeln lassen. Ich habe schon einiges aussortiert, wie ihr mitbekommen habt. Auch vieles, was ich wegschmeißen musste. Aber darum soll es in diesem Video nicht gehen. Wenn ihr gespannt seid, was ich alles eingekauft habe, vielleicht habt ihr das eine oder andere auch schon ergattern können, dann bleibt gern dran, holt euch was zu essen oder zu trinken. Und ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video. Ja, wie ihr schon gesehen habt, habe ich mir von Schäbens die Augengel-Pads geholt. Ich bin immer noch nicht dazu gekommen, mir einen Pott zu kaufen, sondern probiere mich erstmal noch so aus. Aber der Pott mit dem paar Stück, 30 Stück, 60 Stück, wird auch noch kommen. Den werde ich euch auf jeden Fall auch zeigen, wenn ich mir welche ausgesucht habe. Und solange ich noch diese jetzt entdeckt habe, mache ich erstmal das leer, was geht. Natürlich kaufe ich immer noch welche dazu, aber ja, anderes Thema, ich schweife wieder ab, weil ich könnte euch so viel erzählen. Und ist wieder was runtergefallen. Wie kann es denn auch anders sein? Einmal abtauchen und wieder da sein. Ja, von Schäbens habe ich mir die Augengelpads mitgenommen. Nachdem die ersten ja nicht so gut waren, ich habe die erste Generation sozusagen noch, wollte ich halt auch noch die neueren ausprobieren. Da habe ich mir einmal die Golden Glow mitgenommen. Besonders ergiebig, Premium-Qualität, Multi-Effekt, reduziert Augenringe und Schwellungen. Was eigentlich für mich wichtiger ist als irgendwelche Faltenreduzierung. Ich finde, ich habe nicht so viele Falten um die Augen. Es geht eigentlich noch. Ich hoffe, das bleibt auch so. Und mir dann Anti-Schwellung eigentlich wichtiger ist, weil meistens sind meine Augen geschwollen und nicht irgendwie faltig oder Schatten habe ich auch sehr wenige. Meistens sind es geschwollen Stellen. Dann habe ich mir noch die mit Lifting-Effekt, mit Trauben. Ja. Reduzieren Falten um bis zu 25%. Sofort um bis zu 119% mehr Feuchtigkeit. Jo, was steht hier gern? Traubenkernöl, Q10, Paracresse, das habe ich schon mal irgendwo gelesen. Und Hyaluronsäure natürlich, was auch sonst. Bei den goldenen ist es Aloe Vera, Phytoprotein, Allantoin und so weiter. Und dann nochmal die Hydroalge. Neu längere Pads. Ist das jetzt nur bei den grünen oder ist das jetzt bei allen? Ne, bei denen auch. Also bei denen steht längere Pads und bei den grünen steht längere Pads. Sofort um bis zu 134% mehr Feuchtigkeit. Glätten und erfrischen die Augenpartie. Bin ich einfach gespannt, ob die genauso gut sind wie die von Yuti, Balea und Isana, obwohl ich momentan die von Yuti nicht vertrage. Ich weiß nicht, ob da zu viel Hyaluron drin ist. Die sind übrigens auch alle drei vegan, ohne Mikroplastik, PEG, Silikone oder Paraffine. Kein Mikroplastik, aber halt sehr viel Verpackungsmüll. Aber ja, dann kann man sich auch streiten, wie und wo und was. Und dann zeige ich euch noch mal was, damit es mir nicht kaputt geht. Das ist nämlich ein Geschenk an unsere Bekannte, mit denen gehen wir regelmäßig auch essen. Und da habe ich für die sowas gekauft, so eine Laterne aus Glas.
kann man sich draußen hinstellen oder innen, je nachdem. Und ich finde es eigentlich sehr modern und irgendwie neutral. Das passt, finde ich, zu allen Einrichtungsstilen. Ja, ich hoffe, es gefällt ihr. Da gab es auch noch eine größere davon, aber ich habe jetzt die kleine. So klein ist die nicht, so wie mein Kopf fast groß. Und ja, ich hoffe, sie gefällt ihr, weil mir gefällt sie selber. Ich würde sie auch sogar behalten. Aber bis jetzt hat ihr alles gefallen, was wir gekauft haben. So viel dazu. Nehmen wir jetzt die Tüte wieder auf der Schoß, ist mir wurscht. Dann gab es wieder Haar-Accessoires, wie kann es auch anders sein, For Your Beauty. Einmal so eine silberne Spange mit so Zacken, die gehen halt auch nicht kaputt und halten wirklich das Haar recht gut. Aber ja, 3,49 € finde ich geht. Die hat jetzt 1,79 € gekostet. Das ist so eine schwarze mit so langen Zacken. Ich weiß nicht, ich finde, bei mir krachen die immer. Ich weiß nicht, was meine Haare damit anstellen. Aber es kracht und die sind länger als die anderen, die ich habe. Ich denke, ja, ich hoffe, das könnte gut passen. Dann habe ich einen Maskenpinsel mitgenommen. Maskenapplikator Silikon aus so einer rundlichen Form. Kann man auch gut was auskratzen aus einem Tiegel. Jetzt für eine, ja, aus der Tube Maske kann man auch verwenden zum Verstreichen, aber ich habe mir das eher geholt, um was aus den Tiegeln zu kratzen. Und ja, ist aus Silikon. Ich habe mal schwarz mitgenommen, weil vielleicht verfärbt ja das Weiß sonst und dann sieht das nicht so well aus. Ja, dann hatte ich noch mitgenommen. Das war nicht so viel, das war ein recht kleiner Roll, muss ich sagen, aus dem Rossmann. Wäre halt mal schön gewesen, wenn das immer so geblieben wäre. Aber dafür gehe ich halt zu gerne shoppen. Manchmal kann ich lange nicht gehen. Und manchmal habe ich so richtig das Bedürfnis, so richtig schön shoppen zu gehen. So, dann habe ich von Hot Revolution das Coconut Baking Powder mir mitgenommen. Das wollte ich schon die ganze Zeit haben. Ich bake zwar nicht, aber ich benutze es als Setting Powder und ich wollte es einfach mal probieren. Was nicht probiert wird, kann ich nicht mich, ja, kann ich meine Meinung nicht dazu sagen. Und ja, dann bereue ich es, dass ich vielleicht nicht ausprobiert habe. Dann gab es ja von Bilou dieses neue Duschgel mit der Erdbeeren. Ich liebe Erdbeeren als Frucht. Mit Gerüchen ist so ein Ding. Hier steht jetzt auch: Sweet Strawberry duftet nach frisch gepflückten, lieblich süßen Erdbeeren. Ja, und das riecht auch wirklich sehr lecker. Das riecht nicht so eine künstliche, komische Erdbeere, weil genau vor diesem Geruch habe ich immer Angst. Das hatte nämlich Yves Rocher mit seinen Erdbeersachen. Das hat immer so komisch gerochen. Das riecht echt frisch und so ein bisschen süßlich, aber nicht so künstlich. Also das ist eigentlich ein sehr angenehmer Duft. Ich hoffe, mit dem Wasser und mit dem Körper, dass sich der Duft jetzt nicht irgendwie komisch entfaltet. Dann habe ich von Altera Naturkosmetik diese Nordic mildes Waschgel in so einer Holzkappe geholt, weil es aus dem Sortiment gegangen ist oder es war reduziert. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Auf jeden Fall hatte ich davon mal eine Maske gekauft. Die habe ich noch nicht ausprobiert. Und ja, da wollte ich mal das Waschgel testen, weil ich eigentlich ein Waschgelmädchen bin. Ja, es riecht eigentlich noch gar nichts und das ist sehr gut. Bin ich echt gespannt mit Natur, Mädesüß, Birkenextrakt, Basis. Also erfrischend und regulierend. Milde Formulierung befreit sanft von Make-up und Schmutzpartikeln. Ja, Auszug des Mädesüß wirkt feuchtigkeitsspendend. Das werde ich mir auch für Winter, Herbst, Winter aufheben.
Momentan brauche ich nicht so viel Feuchtigkeit. Also schon, aber nicht so viel von allem. Nicht zu viel Waschgel-Feuchtigkeit, nicht zu viel Serum, nicht zu viel Masken, auch keine ja, Cremes oder sonst irgendwas. Ansonsten kriege ich voll die Unterlagerung und Pickel. Dann ist mir von Alterra eine limitierte Edition Feuchtigkeitswunder-Handcreme mit Bio-Wassermelone und Hyaluronsäure in die Hände gefallen. Ich habe schon zwei oder eine Alterra-Handcreme, ich glaube, die heißt SOS oder sowas. Und die liebe ich total. Und da habe ich mir gedacht, ja, mit Melone ist sowieso mein Ding. Und ich bin gespannt, ob die genauso gut ist wie die andere. Weil ich irgendwie für mich Lavera und Alterra Handcremes total für mich entdeckt habe. Also das sind momentan meine Lieblinge. Ich habe noch 100.000 Handcremes und irgendwie muss ich gucken, dass ich die aufbrauche. Und dann will ich nur noch Lavera und Alterra Zeug. Mal gucken, wie die riecht. Ich weiß gar nicht. Können Sie ja mal tasten. Ja, sie riecht gurkig, bisschen mit, ja, Melone, weiß ich jetzt nicht so genau. Aber sie riecht frisch, frisch, so gurkig. Muss auch nicht riechen. Also momentan bin ich auch gar nicht mehr so mit Produkten, die so krass riechen müssen. Also weder Handcremes noch irgendwas. Also kann sein, wenn mir der Duft zusagt und manches ist mir sogar schon zu viel. Das ist bei mir sehr unterschiedlich. Es kann sein, dass es heute gut ist und in 3 Wochen ist mir es zu viel. Also bin ich gespannt, werde ich verwenden und euch bei meinem Aufgebraucht-Video auf jeden Fall was dazu erzählen. Jo, das war es zum Rossmann-Haul aus dem Juni. Und gleich geht's weiter mit den restlichen Sachen. Hab gerade gesehen beim Wegräumen, dass ich das Isana Hydrating Serum Beauty Glow noch mitgenommen habe. Feuchtigkeit spendend, 5% Glycerin und Bio-Aloe Vera. Mit fruchtig frischem Sommerduft und ja, Serum und sowas kann man ja auch nie genug haben, egal ob Sommer oder Winter. Wie gesagt, ich verwende dann eher Serum als eine Creme. Und wenn ich Creme verwende, dann kein Serum mehr. Und somit fahre ich eigentlich ganz gut. Und da habe ich mir aus der Limited Edition nochmal das Serum mitgenommen und bin auch echt gespannt, wie es ist. So, dann habe ich bei Catrice bestellt, weil ich natürlich was aus der tollen Tropic Exotic ja, Limited Edition haben wollte. Und ich wollte eigentlich nur den Pinsel haben und ich habe mir den halt zweimal bestellt. Weil ich nicht weiß, ob der mir gefällt oder nicht und ob ich ihn vielleicht verschenken möchte oder wenn einer gewaschen wird und. Man kann alle Variationen durchsprechen. Ich habe mir 2 Stück gekauft. Vor allem muss man ja auch irgendwie auf eine Summe kommen, wegen Versandkosten. Und die Palette wollte ich gar nicht haben. Die letzte habe ich mir schon nicht mitgenommen, weil mir die einfach zu warm ist. Ich habe so viele Warmtöne in Paletten und momentan überzeugen mich oder sprechen mich kaum welche an. Also ja, momentan bin ich da ein bisschen zurückhaltender. Ja, dann hatte ich mir Lidschatten mitgenommen oder gab es den gratis? Ich glaube, die gab es gratis. Ja, klar, das hätte ich mir ja gar nicht geholt. Ja, das gab es gratis. 2 Geschenke. Einmal den Instant Away Concealer mit diesem Puschelwuschel. Da hatte ich Natural Light. Ich glaube, das war auch die Standardfarbe. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall der ganz helle. Bin auch mal. Ja, wie gesagt, Concealer brauche ich auch nicht. Und dann von diesen Art Color Eyeshadow Gold is what you want. Ne, was steht da? Gold is what you came for. 0,60 und ja, den habe ich mir auch ausgesucht dann. Als Lidschatten für Highlighter, für Innenwinkel, was der Geier als Topper. Der sieht echt hübsch aus eigentlich und habe ich mir gedacht, na gut, den gibt es ja gratis und
Die anderen Sachen, die es dazu gab, so Lippenstift, Lipgloss, hat mich überhaupt nicht angesprochen, weil ich momentan gar keinen Lippenstift kaufe. Bis jetzt ist auch wieder ein bisschen ruhiger damit geworden. Ich muss das erstmal hier platzieren, dass wir hier Platz haben. Und was ich mir dann noch bestellt hatte, weil ich dachte, naja, die kriegst du halt auch nicht überall. Das ist irgendwie halt mein Lieblingswort. Entschuldigung. Von Catrice aus der Clean ID 24 Stunden Hyper Hydro Skin Tint. Vegan, ohne Silikone, Mikroplastik und so weiter und so fort. Mit Hyaluronsäure und Aloe Vera. Habe ich mir in der Natural Ivory 002 mitgenommen. Ja. Auf jeden Fall, das wollte ich mal probieren. Ich habe gehört, das soll besser sein als das von Essence. Ich werde mich durchtesten, weil ja, für die Hitze einfach, dass ich etwas Abdeckung habe. Und wenn ich das verwende, werde ich natürlich auch kein Primer drunter verwenden, weil ich ja in den Videos, wo die ja, wo dieser Skin Tint vorgestellt wurde, dass der nicht mit allen Primern funktioniert, und meistens bei so BB-Creams oder sowas verwende ich einfach drunter keine Creme oder Primer. Das ist für mich dann eigentlich pflegend genug. Und dann nochmal Clean ID Hydro BB-Cream, 99% Natural Ingredients und vegan. Und kein Non-Comedogenic, was eigentlich auch sehr gut ist. In der 005 Fair Natural. Shea Butter und so weiter. Also das werde ich auch ohne nichts benutzen. Einfach mit einem Beauty-Schwämmchen auftupfen und Ende Geschichte. Und ich bin gespannt. Wahrscheinlich ist mir die Farbe zu dunkel. Könnten auch sogar beide ein bisschen zu dunkel sein. Aber wenn man es gut verblendet, dann dürfte es... Ja, es geht. Ich werde es mal sehen. Ich meine, es ist immer blöd, wenn man das Zeug bestellt und man hat sich die Farben nicht angeschaut. Ja, die kann schon zu dunkel sein. Ich bin ja mal echt gespannt. Ne? Sieht nicht schlecht aus. Ja, das könnte hinkommen. Ne? Ohne Geruch macht ein schönes, spendet Feuchtigkeit. Macht einen schönen Tag. Also meine Hand sieht richtig, also die ist ja eh trocken von der Arbeit. Aber die Stelle sieht zumindest schön mit Feuchtigkeit versorgt aus und hat so einen gesunden, ja, so ein bisschen abgedeckt, die Rötung oder Unebenheiten. Also für mich sieht es eigentlich sehr gut aus. Wenn das im Gesicht auch noch so aussieht, dann bin ich ja zufrieden. Ihr könnt mir ja schreiben, ob ihr die Produkte schon verwendet habt, wie ihr sie findet. Ist das wirklich so ein Flop oder ist das gut? Würde mich freuen, wenn ihr mir was dazu kommentieren würdet. Und ich habe mir noch von Catrice, weil mir natürlich der Wert bis zu Versandkosten frei gefehlt hat, hat Schatzi dann noch mal mir die ausgesucht und hat gesagt, du stehst doch so auf diese Washi-Sachen, dann hol dir doch sowas. Und natürlich, drei Stück gibt es in einer Packung, haben wir dann zwei Päckchen geholt. Meine Freundin Kathi hat sie auch schon getestet und sie sagt, die sind sehr gut. Und ja, habe ich jetzt 6 Stück für eine Woche circa, kann man sagen. Je nachdem, wie man sich die Sachen einteilt. Und ja, das war die kleine Catrice-Bestellung. Ich habe auch gehört, diese Palette soll gar nicht so schön sein oder so gut pigmentiert sein. Wie gesagt, von der Farbzusammenstellung nicht schlecht, aber dafür waren mir die Farben einfach zu... Die waren mir nicht leuchtend genug. Ja, und dann kommen wir nochmal zum DM-Haul. Einmal Haushalt, 2 Körbchen, WC-Duftstein mit dem Duft Pine Splash. Das Ding riecht wirklich krass. Es riecht so krass schon aus der Verpackung raus. Ich
freue mich schon, das Zeug in unser WC reinzuhängen. Wenn das genauso duftet wie aus der Verpackung, dann ist das echt Gold wert. Sauberkeit bei jedem Spülgang schützt vor Wiederanschmutzung mit natürlichen ätherischen Ölen. Und so riecht es wirklich. Also das riecht so natürlich, nicht künstlich, nicht muffig. Und das war so lustig. Ich hatte noch mir die Babylove Feucht-Trockentücher gekauft, ne, die ich immer für meine Allergie verwende. Und das Geilste war dann da dran. Ich habe dann die Taschentücher natürlich schon verwendet, weil ich konnte nicht mehr so lange warten wegen dem Tränen, weil ich habe sie gebraucht. Und das hat so, das, weil es so krass riecht, hat das die Taschentücher innen, obwohl die Verpackungen weiter weg lagen, hat das Innenleben so eingeduftet, weil das ja Papier zieht ja auch Duft an. Hier, die Taschentücher haben so krass nach diesem WC-Stein gerochen, dass mir ist schon schlecht geworden. Also so aus der Verpackung riecht das toll. Wer Waldgeruch und Tanne und sowas mag, für den ist das was. Ich bin halt gespannt, ob die gut halten und nicht schmieren oder sich zu schnell auflösen. Aber sogar wenn, ja, wenn das gut riecht, warum nicht? Kann man machen. Also das hat mich echt neugierig gemacht. Und ja, freue ich mich drauf, um die reinzuhängen. Und wie gesagt, die ganzen Taschentücher haben so intensiv nach Pinie gerochen. Ich habe erst gedacht, warum riechen die Taschentücher? Seit wann riechen die? Warum riechen die nach Klo? Nach Klo. Und mein Mann hat dann gesagt, hast du nicht irgendwas in der Tüte, was da den Duft angenommen hat? Ich so, nein, habe ich nicht. Und dann kam ich auf die Idee, klar, die WC-Steinchen lagen da drin und mache ich nie wieder. Wenn ich sie hole, dann werde ich gleich sofort wegräumen. Ja, so viel zum Thema WC-Steine. Ja, dann gab es wieder neue LE von sanft und sicher feuchtes Toilettenpapier in der Retro Edition. Ich kann es nicht aussprechen. Splish, Splash. Ja. Einmal die. Tuch für Tuch mit einem Griff. Ja. Steht da irgendwas drauf? Nö, steht hier meistens gar nicht. Aloe Barbadensis Leaf Extract. Steht bei allen drauf, also wurscht. Dann gab es einmal die Soft Love Edition. Ich meine, feuchtes Klopapier kann man eh nicht genug haben. Und Funky Apricot. Musste ich haben. Ich weiß nicht, ob die irgendwie verschieden riechen oder ob das nur eine Verpackung ist und die normal riechen. Keine Ahnung, ist mir wurscht. Ich bin einfach mal gespannt, wie das duftet. Dann duftet für die Mädels, duftet Purina One. Ja, reich an Lachs und Vollkorngetreide. Ja, leider ist da Getreide drin, aber das kriegen die auch nur als Bettropfel, 3 Stück, 4, und damit die Ruhe geben. Und ich bin immer noch nach der Suche nach einem sehr guten Futter ohne solche Nebenstoffe, Zutaten. Vielleicht könnt ihr mir ja da was noch vorschlagen, was eure Katzen, Tierchen futtern, was ich da kaufen könnte, weil ich meine, ich kann auch in Fressen abgehen. Ich habe mich schon so durchgelesen, aber dann sind da Sachen, die essen da meine ich so wirklich irgendwie. Und ja, ich möchte jetzt nicht zu viel Geld ausgeben. Natürlich würde ich alles ausgeben, weil für mich gebe ich auch genug Geld aus, aber ich möchte jetzt nicht umsonst einen Beutel für 20 € kaufen und die fressen es dann nicht und dann sitze ich da rum mit dem Beutel und kann gucken, wer das mir dann abnimmt. Wisst ihr, wie ich meine? Das meinte ich damit. Vielleicht könnt ihr mir was empfehlen, was ich machen kann. Vielleicht gibt es auch in kleineren Päckchen oder Proben oder sowas. Habt ihr da irgendwie Erfahrungen? Würde mich freuen, wenn ihr mir da was schreiben würdet. Dann habe ich mir von Freckle Moon Duschgel mitgenommen.
Eigentlich kaufe ich so gut wie gar kein Duschgel mehr, aber naja, es sind wieder welche ins Körbchen gelandet. Einmal ein Backup von dem mit Erdbeer und Rhabarber. Liebe ich total den Geruch. Das ist echt mein Ding. Große Liebe und ich freue mich, dass ich halt noch ein Backup habe. Eins habe ich schon im Gebrauch. Dann das Endless Summer Dufte noch mit. Mit Aloe Vera, sonnenfrische Duft. Total die süße Verpackung, richtig sommerlich. Und halt keine 500 Milliliter, Gott sei Dank. Ich weiß nicht, ich kann diesen Duft hier gar nicht rausriechen. Es riecht frisch, aber irgendwie weiß ich nicht. Zitrisch vielleicht, obwohl ich zitrisch auch nicht unbedingt mag, aber das gefällt mir. Und dazu habe ich mir dann das Peeling noch mitgenommen mit Aprikosenkernen, weil ich die Twerklemon Peelings eigentlich total liebe. Ja. Einmal das. Dann habe ich mir von L'Oréal El Vital den Color Glanz All for Blonde 10 in 1 Bleach Rescue Leave-In Spray mitgenommen, kräftigt das Haar gegen Spliss, vergrößert den Haardurchmesser. Eigentlich brauche ich keinen Haardurchmesser, mir reichen meine Haare. Die sehen hier vielleicht nicht so voll aus, aber ich habe viele und dicke Haare. Dann schützt die Haaroberfläche mehr Feuchtigkeit, mehr Glanz, leichtes Entwirren, erleichterndes Föhn. Ja, Hitzeschutz und Anti-Frizz-Effekt. Alle Blondtöne. Und was mir eigentlich sehr wichtig ist, ist einfach mehr Feuchtigkeit, leichtes Entwirren, erleichterndes Föhn und den Hitzeschutz. Der Rest ist eigentlich mir wurscht. Da bin ich auch gespannt, wie das ist. Ja. Nochmal so ein Spray. Kaufe ich auch nicht so oft, weil ich habe noch so viele alte Sprays und da bin ich jetzt gerade am Durchgucken, was für meine Haare taugt und was nicht. Jetzt gibt es wieder Kraschel-Raschel. Kennen wir ja schon. Nehme ich nochmal die letzten Sachen raus. Und dann haben wir es dafür auch erstmal geschafft. So, dann habe ich mir wieder Haare. Wenn keine Katzenhaare dabei wären, dann wäre auch kein Haushalt mit Katzen. Dann habe ich mir die Spänkchen wieder mitgenommen, passend ja zu meinem hier. Weil ich ja meistens hier das Gummischleifchen mache und dann mache ich mir die Spangen hier rein. Mal in Minzgrün, mag ich sehr gern solche Farben. Dann habe ich mir noch so süße Schleifchen mitgenommen. Einmal beige, schwarz und so ein Leopardenmuster in Minzgrün. Finde ich auch total schön. Passt auch fast zu allen Sachen. Dann habe ich mir Lower Cup Bar mitgenommen mit Blueberry Cupcake Geschmack und einmal mit Lemon Cheesecake Geschmack für die Arbeit. Einmal so und einmal so. Ja. Gucken, wie die sind. Ich mag nicht, wenn die so krass nach Molke schmecken. Dann von Catrice. Ist das ausgelaufen? Nee, nur der Kleber. Ein Oil Control Matte Fixing Spray. Hydrating Pore Minimizing Ever Matte. 16 Stunden Long Lasting. Habe ich ja schon vorgelesen. Weiß ich jetzt nicht. Ja, habe ich mir so ein Fixierspray nochmal mitgenommen. Es ist ja nicht so, dass ich keine hätte. Dann habe ich mir von Balea nochmal, ich hatte sie mir auch mal bestellt, aber ich habe sie noch nicht ausprobiert. Ich wollte nochmal eins haben, weil ich eigentlich Buttermilch-Zitrone-Geruch mag. Bedruckte Fußsockenmaske duftet nach Buttermilch und Zitrone, spendet Feuchtigkeit und ja. Hab gedacht, warum nicht? Kann man ja zweimal haben, kann vielleicht Schatzi auch mal benutzen. Dann habe ich mir Backup geholt von Balea Badepuder Deine Auszeit mit dem Duft von Tahiti, Gardenie und Hibiskus. Liebe ich den Duft total. Ist
deswegen wollte ich noch mal mir zwei Backups holen, weil ja, ich dachte, bevor es die gar nicht mehr im Sortiment gibt, gibt es eigentlich gar keine Probe mehr hier. Tatsache, warum nicht? Sonst gab es doch hier immer so eine Duftprobe. Huch, jetzt bin ich voll erschrocken. Ja, gibt keine Duftprobenlöcherchen mehr. Keine Ahnung warum. Auf jeden Fall, die riechen sehr gut und habe ich mir nochmal gekauft, dass ich noch was davon habe, falls das mal aus dem Sortiment geht. Dann habe ich mal bei der lieben White Swan Beauty gesehen, wenn ihr die süße Maus kennt oder noch nicht kennt, schaut mal gerne auf ihren Kanal vorbei. Die macht ganz tolle Holz- und Aufgebraucht-Videos. Und ja, habe ich mir von Klosterfrau das Hanföl und Goldmohn, die Kapsel, Weichkapseln, 30 Weichkapseln, ein Monat Stress ausgleichend mitgenommen. Und ich habe sie bei ihr gesehen und sie hat gesagt, sie holt sie immer und ihr helfen die bei stressigen Tagen. Und ich nehme jeden Tag eine Kapsel und ich finde auch, dass sie was bringen. Man kommt nicht schnell aus der Ruhe, man ist ruhiger, man regt sich nicht gleich auf, man fängt nicht an, irgendwie nervig zu schwitzen oder sowas, keine Ahnung. Trägt zur Entspannung bei, für Psyche, Nerven und geistige Leistung, unterstützt im Umgang mit Stress. Also ich finde, die bringen was. Also ich meine, es ist ja nicht so, dass ich den ganzen Tag am Ausflippen bin, aber ich finde, innerlich merkst du einfach, dass du ausgeglichener, ruhiger einfach bist. Also in manchen Situationen, wo ich vielleicht eher aus der Ruhe zu bringen bin, bin ich da eher gechillter mittlerweile. Also ich denke, das bringt schon was. Oder ist es hier oben? Man weiß es nicht. Auf jeden Fall kosten die 6 Euro und für einen Monat 6 Euro. Und ich habe jetzt, glaube ich, die dritte. Ich habe euch die ganze Zeit die Kapseln nicht gezeigt. Das ist ja nur Nahrungsergänzung, ist ja nichts Schlimmes. Man ist jetzt nicht high davon oder sowas. Und ich habe, glaube ich, jetzt schon die dritte Packung oder die vierte, weil ne, dritte wird es. Eins, zwei, ja, dritte. Habe ich jetzt schon gekauft und ich fahre jetzt 3 Monate eigentlich sehr gut damit. Also ich kann mich nicht beschweren. Dann etwas, was ich sehr selten kaufe, ist Nagellacke. Und von Manhattan gab es jetzt so einen Sommeraufsteller. Und da gab es Beach Breeze Please, die Farbe. Und die schreit ja wirklich nach Sommer. Das ist so ein Zitronen, also hier sieht es eher pastellig aus, aber in echt ist das ein pastelliges Zitronengelb. Ein bisschen leichten Neonstich. Und da freue ich mich total drauf, das mal auszuprobieren. So einen Ton habe ich noch nicht und ich habe gedacht, wenn ich in Urlaub fahre, beziehungsweise ich habe dann im September 3 Wochen Urlaub, ich kann mir die Fußnägel lackieren, ich kann mir auch die Fingernägel lackieren und da werde ich das verwenden und ja. Er hat mich angesprochen und ich wollte ihn haben. Ich finde ihn so hübsch. Schade, dass ihr die Farbe nicht richtig sehen könnt. Er ist wirklich Neon-Zitronengelb. Aber Pastell. Also nicht so krass Neon wie dieser Textmarker, aber so ähnlich in pastelliger Form. Und er ist echt hübsch. Und ich hoffe auch, dass er 10 Tage hält. Ich werde es vielleicht austesten. Also an den Füßen halten sowieso Nagellacke sehr lange. Und ja, mit den Fingernägeln, je nachdem, was man macht. Wenn man viel spült oder wenn man viel putzt oder sowas, dann natürlich wird das nicht alles ewig halten. Aber ich denke, im Urlaub werde ich nicht so viel putzen und machen und tun. Ich werde auch eine Woche verreisen. Und da kann ich den ganz schön verwenden und kann euch dann berichten, wie ich den fand, wenn ihr das wissen möchtet. Ja, das war erstmal dazu und dann folgt noch meine Action-Tüte. Die zeige ich euch jetzt auch gleich. Bis gleich. Jo, weiter geht's. Ich habe mir die Tüte jetzt hierher geholt. Ich hoffe, ihr habt noch Zeit und Lust. Dann war ich noch beim Action. Wie kann das auch anders sein?
Und dann habe ich die Fresh Apple Sand XXL Wipes mitgenommen. Ja, als Wecktücher hatte ich es noch nie. Mal gucken nach Apfel und wie viele Stück sind es hier drin? 25 ist jetzt nicht so viel. Aber für das kleine Geld kann man mal machen, denke ich. Dann, was sind denn das für Tücher? XXL-Tücher. Ja, doch, Allzwecktücher. Cleaning Jobs in Haus, ja, genau. Und hier gibt es Natural Household Wipes Lemon and Lime Scent. 60 Stück, 100 Natural Liquid Viskose Wipes. Vegan und so weiter und so fort. Plastic-free, aber die Verpackung ist nicht plastic-free. Habe ich die mal mitgenommen, um zu probieren, wie die so sind. Ich habe noch Bio-Säcke gehabt, die oder haben wir noch, die haben wir schon im Gebrauch und kann ich euch schon sagen, lasst die Finger davon, die weichen extrem schnell auf und sie hat schon sich beschwert und hat gesagt, kauft die bloß nie wieder. Also wisst ihr da schon mal Bescheid, dass die nicht so gut sind wie die vom DM. Dann von Coral Colorwaschmittel, Dufterlebnis, langanhaltender Duft, Kirschblüte und Pfirsich. Eigentlich kaufe ich immer Pulverwaschmittel, aber den wollte ich schon die ganze Zeit ausprobieren und eigentlich ist er aus dem Sortiment. Dazu gibt es auch noch einen Weichspüler, den habe ich jetzt nicht ergattern können. Ja, ich finde, es riecht schon nach Kirsche und ein bisschen so pfirsichmäßig. Ich bin gespannt, wie es in der Wäsche ist. Nicht, dass die irgendwie muffig riecht oder so. Das ist ja manchmal beim Pfirsichduft so. Naja, schauen wir mal. Dann habe ich vom Dr. Beckmann Intensiventkalker mal mitgenommen. Für unseren Vollautomat und Wasserkocher und sowas. Hab mal gedacht, den kannst du mal mitnehmen. Und auch mit Zitronen. Ja, Essenz. Essigessenz und Zitronen in diesen Zitronensaft-Dingens da ja, verwenden. Aber ich habe mal gedacht, ich nehme das mal mit. Hatte ich jetzt auch noch nicht und würde mal testen. Jetzt hier noch Platz. Die Tüte kommt auf den Schoß. Ist mir am liebsten so, ehrlich. Dann auf der Kinderabteilung Happy Bubbles 3-in-1 Hair Body and Face Wash in Buttercup. Geruch. No Tears, no Tangles, total süß, riecht auch wirklich nach Butterkeks. Da gab es noch andere Gerüche, aber ich habe nur das mitgenommen, weil, wie gesagt, ich und Duschgel, ich meide Duschgel, ich versuche nicht so viel zu kaufen. Und das riecht echt nach Butterkeks und ich freue mich total, vor allem, weil man es auch als Gesichtswaschgel benutzen könnte. Und das werde ich auch ausprobieren. Ob ich es nur fürs Gesicht verwende oder zum Duschen oder Baden, je nachdem. Ich werde es testen für die Haare nicht, weil dafür wird es zu wenig sein von der Pflege. Dann habe ich noch sensitiv Bioflush, 60 Tücher, Toilettenpapier mitgenommen mit Aloe Vera. Im Action hatte ich auch noch nie. Mal gucken, wie die so sind. Ja, dann habe ich für die Mädels von Purina Dental Life mit Lachsgeschmack so Knusprigs geholt, auch als Bettpfeil. Und Fußmasken gab es neue Sorten. Einmal mit Orange. Und einmal mit Traube. Da ich eigentlich die Avocado und so und Co. total gerne mag, von der Pflegewirkung, auch vom Geruch, habe ich mir von jedenfalls eine von den mitgenommen, weil mir der Lavendel zum Beispiel Duft überhaupt nicht gefallen hat. Und da habe ich auch eine, glaube ich, Fußmaske verschenkt und eine verwendet. Ich mochte den Geruch überhaupt nicht.
Da war ich jetzt etwas vorsichtig. Dann eine Sweet Candy mit Gummibären und Jellies Maske. Muss man Gott sei Dank auch nicht abwaschen. Da achte ich nämlich jetzt übrigens drauf. Dann eine Mango und eine Julia. Weiß nicht, habe ich noch nie gesehen, diese Frucht. Dann ein Duschgel, Melon Mambo von Fa. Melonen-Minzduft ist ja perfekt jetzt für den Sommer. Ich liebe Minzgerüche im Sommer mit allem. Ja. Und das riecht sehr frisch. Freue ich mich total drauf. Dann gab es unsere geliebten Bounty-Kekse. Aber zwei Pakete mitgenommen, die sind wirklich sehr lecker. Immer schön zum Kaffee. Dann ein Durstlöscher mit Blueberry Marshmallow Geschmack. Den alten Zeiten wieder in Erinnerung. Und ja, bin gespannt, ob mir das schmeckt. Dann habe ich mir ein neues Schlippchen mitgenommen. Ich liebe seit dem Balea-Weihnachtsset mit der Schleife, kaufe ich alle so Teilchen mit Schleifen in verschiedenen Farben und Variationen. Ich wechsle die ja immer aus. Und wenn ich Masken habe, wenn ich mir die Haare gewaschen habe, wenn ich mich abschminke, nach Aufstehen morgens, nach der Gesichtsroutine. Zum Putzen, je nachdem. Ich benutze meine Schlüpsche und ich liebe sie. Dann, genau, hier habe ich euch das schon gezeigt. Und dann habe ich mir noch zwei Düfte gekauft. Eigentlich wollte ich keine Parfüms mehr kaufen, aber die haben mich echt angesprochen. Einmal Kirsch und einmal Pfirsich. Und ja, sind halt sehr riesig, die Verpackungen. Ja, ich habe mir gedacht, für die Arbeit, für den Spind, was soll der Geiz? Hat ja nicht viel Geld gekostet und ich habe da dran gerochen und mir hat der Duft wirklich gefallen. Es war echt eine kitschige Verpackung, aber es ist irgendwie, hat was sehr Süßes. Banane wäre jetzt richtig toll. Oder Erdbeere. Ich habe gesehen schon, online, dass es auch Erdbeeren gibt von denen. Und toll, wie kriege ich das Ding jetzt raus? Voll süß. Christina Sweet Peach. So eine Sahnehäubchen und so ein Blättchen. 100 Milliliter sind das, oder? 90 Milliliter Eau de Parfum. Kitschig, wie Plastik, aber man lebt nur einmal. Es riecht auch nach Pfirsicheistee. Das habe ich nämlich dort schon beim Tester geschnüffelt und ja, es riecht total nach Pfirsicheistee, aber auch nicht muffig, sondern richtig angenehm. Dann die Kirsche. Verpackung. Echt voll kitschig, aber mega süß. Guck mal, voll goldig mit so einem Stiel. Richtig geil. Das riecht auch wirklich nach Kirsche. Gar nicht so richtig pappig, künstlich, eklig, sondern hat was Frisches und Kirschiges dabei. Mir hat es einfach gefallen. Schatzi hat auch dran geschnuppelt und hat gesagt, kauf dir das, das riecht toll. Für die Arbeit kannst du dir für einen Spind reinlegen, weil er weiß, dass ich mittlerweile ganz viele Düfte schon für die, auf die Arbeit geschleppt habe für meinen Spind. Und je nach Wetter und Lust und Laune
verwende ich einfach meine ganzen Düfte. Jo, war das das schon? Noch nicht ganz. Ich habe noch bei Amazon mein Lieblingspuder bestellt. Und zwar von Felce Azzurra, das Classico. Und das habe ich diesmal mit dem Puffel bestellt, 3 Stück. Jetzt habe ich erstmal eine lange Zeit Ruhe, weil ich ja meistens, also das erste, was ich davon geholt hatte, war in dieser Variante, also in dieser Flasche, aber als Classico. Und ich dachte mir, mit dem Puffel ist es eigentlich viel besser. Ich habe das auch schon ausprobiert. Und ja, es ist besser, als wenn man es auf die Hand macht und dann, ne, sich einpudert und sowas. Und so hast du halt den Puffel. Da hast du das Puder und da kannst du schön abklopfen. Und kannst du dahin pudern, wo du pudern möchtest. Unter die Achseln, unter die Brust, nach Rasur, egal, Beine. Gab es 3 Stück und die waren wesentlich günstiger als so eins. Habe ich jetzt, wie gesagt, für eine Zeit Ruhe. Und da ich diesen neuen Duft, Fresco, testen wollte, weil der riecht wirklich göttlich, werde ich mir wahrscheinlich dann auch nochmal die Variation mit dem Puffel. Ich glaube, den gibt es auch mit Puffel. Das riecht frisch nach Limone, nach Minze. Und ich finde, für jetzt gerade die heißen Temperaturen ist mir das sogar lieber und das andere eher im Winter. Also ich werde das nochmal so für mich probieren. Mir ist eigentlich egal, welches ich davon verwende, aber das riecht richtig frisch und ja, es hält alles einfach trocken. Man schwitzt einfach nicht mehr so, ja. Man wird nicht wund oder egal was. Ich liebe dieses Puder. Ich habe das einfach ausprobiert und weil ich die ganze Zeit schon neugierig drauf war und seitdem ich mein erstes gekauft habe, da ist jetzt auch nur noch so viel drin, habe ich mir die jetzt nachbestellt und bin froh, jetzt habe ich erstmal einen Vorrat für etliche Monate, weil so schnell ist es, geht es auch nicht leer. Und ja, das war der Haul aus dem Monat Juni. Ich hoffe, euch hat der Haul und das Video gefallen. Ich würde mich über ein Däumchen nach oben freuen, über ein Abo. Und wenn ihr kein weiteres Video verpassen wollt, aktiviert gerne das Glöckchen. Dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand, wenn ein neues Video kommt. Beziehungsweise dann seid ihr auf dem Stand, dass ein Video von mir kommt. Und ja. Ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart und dass ihr euch die Zeit genommen habt, das Video zu schauen, und passt auf euch auf. Habt noch einen schönen Abend und einen schönen Tag, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Passt auf euch auf und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.